Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe neuen Ausgabe Secret of Mana, das Remake. So, wo sind wir? In einer Taverne hier oder in einer, naja, sagen wir mal, Übernachtungsmöglichkeit, aber wir sind nicht nur da, wir sind in einem Dorf und zwar in Pandora. Gerade eben angekommen. Ich habe mir hier nämlich einen Speicher... wir haben noch gar nicht viel angeguckt. Wir haben uns einen Speicher gesucht. Da ich die Aufnahme ja gestoppt habe hier, ist noch nichts passiert. Ich habe nicht weitergespielt. Keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Er hier, die Wache, die uns vorher nicht durchgelassen hat, sagt Folgendes. Willkommen im Königreich Pandora. Und jetzt kommt's. Ich habe Anweisungen, dich passieren zu lassen, wenn du hier auftauchst. Ja. Wo Sir Gemma sich auffällt, er hat eine Audienz beim König, für die er extra aus Tasnika gekommen ist. Er ist also wohl in der Burg. Okay, das ist alles noch klar, das haben wir letztes Mal erfahren. Worauf ich hinaus wollte, was wohl einen tieferen Sinn hat, ist Folgendes. Ach, und ein Wort der Warnung. An deiner Stelle würde ich besser nicht mit den Leuten in der Stadt sprechen. Das hat mich verwundert. Warum? Schauen wir mal, ob wir einen Grund finden, warum sie nicht mit uns sprechen sollten oder wir nicht mit ihnen sprechen sollten. Er sagt nichts. Okay, sagt nichts. Schauen wir uns ein bisschen um in der Stadt, würde ich sagen. Vielleicht finden wir heraus, warum die Leute so still sind. Das Gegenteil von redselig. Hallo. Oh, ein Kunde. Ich habe ja nicht viel da, aber sieh dich ruhig um. Ja, wir sehen uns mal um. Ich habe ja noch 100, oder wir haben noch 103 Gold. Wir möchten etwas kaufen. Was hast du da, mein Junge? Armband, das haben wir schon. Bonbons, da haben wir die maximale Anzahl erreicht. Wir hätten uns überhaupt nichts kaufen brauchen. Wir haben in der letzten Folge ständig Bonbons bekommen in den Truhen. Kung-Fu-Anzug. 25 nur. Hallo, hallo. Schleife von 55, Haarschleife. Gut, wir brauchen jetzt keine Haarschleife. Also wir jetzt persönlich. Ich denke mal, ja, die könnten wir noch gebrauchen. Ja, das ist ziemlich wahrscheinlich. Aber ich würde den Kung-Fu-Anzug nur 25, ja, damit. Zack. Sollen wir die Haarschleife noch kaufen? Naja, erstmal nicht. Noch etwas. Was kann ich eigentlich verkaufen? Schokolade. Okay, die werde ich bestimmt nicht verkaufen. Leute, nein. Nein. 13 Uhr? 16? Hey, der ist noch besser als unser Leder-Overall. Wie schlecht war denn unser Leder-Overall? Bitte. Nee, gar nichts. Nee, danke. Ich probiere mal unseren neuen Kung-Fu-Anzug. Schade. Ein bisschen schade ist, dass man die Sachen nicht gleich sieht, die man ausrüstet. Das wäre natürlich wunderbar. Aber das war natürlich in der alten Version auch nicht so. Leder-Overall. Gucken wir mal. Oh, ich kann gar nicht ansehen. Jetzt gibt's doch nicht. Kung-Fu-Anzug kann ich echt nicht anziehen. Weil vielleicht müssen wir das ausziehen. Nein. Ich habe extra einen Kung-Fu-Anzug gekauft. Kann doch nicht wahr sein. Wer soll den sonst tragen können? Meine Güte. Naja, gut, er war nicht allzu teuer. Sehen wir noch mal drüber hinweg. Gut. Ja, was ist das für ein tolles Haus hier? Das tolle Haus. Die sehen alle gleich aus, wollte ich immer sagen. Oh, schöne Karten. Hier ist was offen. Opa, was hast du da gemacht? Mach doch die Türen wieder zu. Oma wird dich schimpfen. Hallo. Meine Frau ist eine gute Seele, aber sie wird langsam senil. Sie geht kaum noch raus und spricht kaum ein Wort. Kein Wort. Was? Die wird senil? Deswegen die offene Tür. Das war die Oma, nicht der Opa. Na, kein Wort tatsächlich. Kein Wort. Naja. Also hier, die Enkelin, Rami. Einige Leute aus der Stadt trifft man plötzlich nur noch bei den Ruinen im Süden. Hier gehen in letzter Zeit seltsame Dinge vor sich. Verstehe. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier im Busch. Nur noch bei den Ruinen. Warum gehen die zu den Ruinen? Meine Oma war bisher immer so agil, doch seit kurzem ist sie wie ausgewechselt. Opa meint, sie wird senil. Krankheit vielleicht. Ah, das ist ein schönes Foto. Ist das von ihr? Nee, sie hat ja blaue Haare.
Ist wunderbar, Omi. Omi, Omi, Omi. Opi? Vielleicht ist sie nicht Senil geworden, sonst hat andere Gründe. Hier ist irgendwo ein seltsamer Tempel im Süden. Den schauen wir uns mal an. Das könnte nicht nur die Oma betreffen, dieser seltsamen Stille. Jetzt bitte, ich kann nicht durch die beiden. Ich kann nicht zwischendurch. Nicht euer Ernst. Kann ich außenrum auch nicht. Puh, jetzt sind sie extra außenrum, also, um zu schauen, ob es da vielleicht hinten irgendwas gibt. Da kann ich auch nicht durch. Okay. Mhm. Aber hier geht's ja, Gott sei Dank. Da waren wir, haben wir übernachtet. Da haben wir übernachtet. Das ist ein bisschen größeres Gebäude, oder? Das sieht auf jeden Fall ein bisschen größer aus. Wenn man mal da was Interessantes drin ist. Die haben also tolle Fotos hier. Auch wieder vom König. Kleines Königsfoto. Wahrscheinlich hat der Kult. Ich laufe gegen den Tisch. Nee. Das ist ein Zwang vom König. Jeder muss das Foto bei sich tragen. Oder in seiner Wohnung. Ja. Und ich glaube, es geht um die Details ihrer arrangierten Hochzeit. Was mit der Hochzeit? Nochmal. Der Herr des Hauses und seine Tochter sind zur Burg gegangen. Ich glaube, es geht um die Details ihrer arrangierten Hochzeit. Mit wem? Der Herr des Hauses? Okay. Also in der Burg scheinen interessante Dinge zu passieren. Gemma ist da und diese Herrschaften hier. Es geht um die arrangierte Hochzeit. Er soll wen heiraten? Oh, Entschuldigung. So, gucken wir mal. Das war eines der letzten Häuser, oder gibt es noch was? Oh ne, wir haben hier noch viele Brücken, die wir übertreten können. Da unten ist auch noch ein Haus. Wow. Aber interessant, die Geschichte hier von dem Dorf zu erfahren und von der Burg und von diesem Tempel im Süden. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was. Ah ja, ich finde es auch schöne Atmosphäre. Man sieht hier immer die Lichter durch die Fenster scheinen. Das finde ich eigentlich sehr schön atmosphärisch. Auch wenn sich natürlich jetzt nicht viel tut, bewegt sich nicht oder so flimmert, flackert. Aber trotzdem, nettes Detail. Hallo, Blondie. Lass mich in Ruhe, ich weiß von nichts. Ich habe nichts getan. Mhm, sehr merkwürdig. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Was hast du denn getan? Du hast doch irgendwas getan. Sag es mir. Du hast was getan, du bist schuldig. Okay, okay. Hier scheinen wohl einige Bewohner mehr zu wissen, als sie sagen wollen. Gut, hier unten haben wir mal das Haus. Da waren zwei, hier oben rechts die Karte, gucke ich mir mal an. 2, 4, 5 Häuser. Genau, da waren wir gerade drin. Haben wir mit dir schon geredet? Mhm. Ja, 3 Punkte. Da unten? Kann man da gleich nach unten in den Süden? Da kann man gleich in den Süden. Da gehen wir aber noch nicht hin. Das wusste ich nicht. Das scheint der Tempel zu sein. Da ist ja hier schon eine Statue. Was ist das für eine Statue? Mhm. Ein gehörntes Monster? Ja, da gehen wir gleich mal hin. Aber jetzt erstmal noch zur rechten Seite. Ich kann da natürlich das Dorf hier nicht halb erkundet lassen. Schauen wir uns nochmal auf der rechten Seite um. Hier ist auch noch ein Häuschen. Bei Uni. Oh, Rüstungshaus. Waffenhaus. Oder was sagt man? Waffenverkäufer. So. Einfach nur schrecklich. Es ist, als hätte man den Leuten der Stadt ihre Seelen geraubt. Also, die haben nichts gegen mich. Ich dachte schon irgendwie, ich bin ja das schwarze Schaf. Ein Dorf, aus einem Dorf wurden wir schon verbannt, dass die das irgendwie mitbekommen hätten oder so und uns deswegen meiden. Aber es ist nicht so. Es ist ganz und gar nicht so. Irgendwas Seltsames scheint hier am Start zu sein. Aber das finden wir schon noch heraus. Herr Krämer, reden Sie mit uns. Wir wollen diese Rüstungen haben hinter Ihnen und ein Schwert. Okay, wir haben das Mana-Schwert. So ein Ersatzschwert wäre nicht schlecht. Ein nicht verrostetes Ersatzschwert vielleicht. Das mit dem Mana-Schwert mithalten kann. Wer weiß das. Also, ich würde sagen, da unten ist noch ein Haus. Dann oben noch. War, glaube ich, noch eins. Und dann ab zur Burg. Die Burg muss wahrscheinlich oben sein. Gehe ich davon aus. Oh, eine Familie. Haben wir die nicht schon irgendwo gesehen? Den mit der Katzenmütze, Waschbärmütze. Was ist los?
Ja, irgendwas stimmt nicht mit Mama und Papa. Ja. Oh, die armen Kinder. Die Eltern reden einfach nicht mehr mit ihnen oder wie. Ach, wir müssen was gegen den Fluch. Das ist bestimmt ein Fluch. Haben sie ihre Seelen verkauft, dass es passiert? Wir müssen was gegen den Fluch tun. Wir müssen da was tun. Und dazu werden wir erstmal die Burg besuchen. Genau, das war der Waffenladen. Nichts für uns. Hier ist noch eine edle Dame, die nichts sagt. Doch, lass mich bloß alleine. Komisch. Hä? Sind wir dahergekommen oder ist das jetzt ein anderer? Das ist die Burg Pandora. Okay, das ist ein anderer, sieht nun genauso aus. Ab zur Burg. Mal schauen, was sich da so Tolles ergibt. Okay, kann ich nochmal außen rumlaufen? Ja, ich glaube, da gibt es aber jetzt irgendwie so von außen oder wenn man irgendwelche Wege beschreitet, die jetzt nicht so linear vorgegeben sind, gibt es kaum Belohnungen. Also ich kann mich jetzt noch an keine erinnern irgendwie. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier mal alles erkunden, was es geht. Gehen wir nach oben. Hier gibt es ja immer noch eine Schatztruhe. Bei Schatztruhen habe ich. Doch eine war in dem ersten Dorf, hatten wir eine Schatztruhe. Ansonsten haben wir die jetzt immer nach Kämpfen bekommen, die Schatztruhen. Ups, schon runter. Dann haben wir hier noch. Das ist wohl das Haupttor, oder? Ja, gehen wir mal das Seitentor rein. Oh, da ist ja was los hier. Dullock und seine Männer sind noch nicht zurück vom Schloss der Hexe. Die Hexe hat ein eigenes Schloss. Hier sind wohl die Quartiere der Soldaten. Die Stadtbewohner und viele Soldaten verhalten sich wie leblose Puppen und niemand weiß warum. Das ist eigentlich auch seltsam, dass niemand weiß warum. Muss doch einen Grund geben. Leute, was ist los? Muss erst ich kommen und die Sache lösen. Mir ist mein Leben viel zu kostbar, um noch länger hier zu bleiben. Ich ziehe wieder zurück aufs Land. Was? Er hat Angst um sein Leben? Wo hast du denn diese grünen Haare her? Ich war eigentlich Dullocks Truppe zugeteilt. Dullock. Aber ich bin einfach noch zu jung zum Sterben. Ich habe mich krank gestellt, um nicht mitzumüssen. Das darfst du aber niemandem erzählen. Warum erzählst du das mit einer fremden Person? Tja. Muss uns sein schlechtes Gewissen entleeren bei uns. Gut, da sind wir gerade eben lang gewesen. Aber rechte Seite, waren wir rechte Seite schon? Ne, da gibt es ja gar nichts. Da gibt es ja nichts. Noch weniger als nichts. Gar nichts. So. Ah, schön mit den Kerzen. Hallo. Was macht das kleine Kind da links? Hallo, hallo? Kannst du mit mir reden? Das ist die Burg Pandora. Mhm. Ja, das habe ich jetzt auch schon erfahren. Die Burg Pandora. Hey, dich haben wir doch eben schon gesehen. Und dann hat er auch noch ein grünes Bärtchen. Vor 15 Jahren herrschte zwischen uns und dem Imperium ein schrecklicher Krieg. Ich glaube, das Imperium ist immer noch das Böse auf der Welt, oder? Kann das sein? Und weiter? Nein, nichts weiter. Da ist das kleine Kind. Was machst du hier? Wann kommt Dullock eigentlich wieder? Er hat versprochen, mit mir zu spielen. Also Dullock scheint ein netter Bursche zu sein. Wusstest du, dass es irgendwo da draußen einen riesigen Baum gibt, den man Mana-Baum nennt? Habe ich jedenfalls gehört. Der Mana-Baum. Da haben wir noch nichts gesehen von. Die Hexe oben im Norden hat den Stadtbewohnern ihre Seelen geraubt. Echt, die Hexe war das. Wo kriegst du denn an lang? Das Ende ist nah. Unser Königreich wurde von der Hexe verflucht. Der Hexe verflucht. Ah, was ist jetzt hier? Ladevorgang? Zwischensequenz? Nee. Okay, jetzt geht nur nach unten. In den Ruinen im Süden lebt etwas Böses. Na, wo denn jetzt? Bei der Hexe oder in den Ruinen? Beides? Hast du schon gehört, Sir Berman plant eine arrangierte Hochzeit für seine Tochter. Ich glaube, sie ist oben. Ja, ich vermute schon, wer diese Tochter sein könnte. Ihr bestimmt auch, oder? Ich vermute es schon. Sehr stark.
Aha. Ist das die Tochter? Mädchen. Papa, Papa macht mich so wütend über mein Leben, bestimme immer noch ich. Ist sie etwa die Prinzessin? Diese Burg? Dieses Mädchen? Ah, du bist doch der Dummkopf, den ich gerettet habe. Wie peinlich, dass du das gehört hast. Ist das ein Schwert? Ich wusste nicht, dass du ein Schwertkämpfer bist. Das Schwert? Nein. Ich bin eigentlich... Das ist perfekt. Du kannst dich direkt bei mir dafür revanchieren, dass ich dich gerettet habe. Ich brauche deine Hilfe. Wir werden dieser Hexe eine Lektion erteilen und Dalak retten. Aber ich muss doch zum Tempel in den Tiefen. Das kannst du später immer noch. Komm schon, gehen wir, wie auch immer du heißt. Mein Name ist Thor, LP. Und wie heißt du? Wie ich heiße? Du kannst mich nennen. Wie soll die junge Dame heißen? Prim. Ja, so soll sie heißen. Ich heiße Prim. Prim hat sich dir angeschlossen. Du kannst mich nennen, wie du willst. Das heißt, sie will uns nicht ihren wahren Namen nennen. Oder ist Prim ihr wahrer Name? Und ihr Haar flattert im Wind. Sehr schön. Okay, sie will also, dass wir Dulak helfen, die Hexe zu besiegen. Und wir wollen in den Süden zum Tempel. Zu dem Tempel, der die Leute verhext? Na, ich weiß nicht. Ein bisschen verwirrend, ob es jetzt die Hexe dran schuld ist oder der Tempel, was damit zu tun hat, werden wir sehen. Mal hier einen Blick drauf werfen, was bisher geschah. Auf seinem Weg trifft Thor auf ein Mädchen namens Prim. Sie schließt sich Thor auf seine Reise an, um einen Mann namens Dulak zu finden. Beide ziehen eilig weiter Richtung Gaias Nebel. Was ist jetzt das Einzige? Dachte, ich kann doch hier so ein bisschen... Oh, da ist sie schon dabei. Sie hat die Kaiserklauen. Sieht gut aus. Ah, jetzt kann ich sie wahrscheinlich auch ausrüsten. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen in der Burg umgucken, ob wir noch was verpasst haben. Mit Gemma wollte ich noch reden. Mit Gemma wollten wir noch reden. Wenn wir ihn finden. Und dann werden wir mal Dulak retten. So. Gucken wir erstmal, haben wir nicht was für Prim dabei? Vielleicht soll ich erstmal auf die Ausrüstung gehen. Ausrüstung. Okay, das Menü ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe noch nicht so lange gespielt, wie ihr gesehen habt. Etwas über eine Stunde. Ist jetzt noch nicht so viel. Also. Okay. Sie hat den Kung-Fu-Anzug. Hat sie ihn jetzt gleich angezogen, wenn wir gekauft haben? Interessant. Was hat sie vorher dann gehabt? Kung-Fu-Anzug. Kopf hat sie jetzt auch nichts. Dann können wir ihr jetzt hier die Mümmelmütze geben. Nein, wir können ihr die Mümmelmütze nicht geben. Für was habe ich denn diese Mümmelmütze jetzt gekauft? Ich werde verrückt. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Hat nicht was für die Arme? Auch nicht. Okay, sie müssten mal vielleicht noch ein bisschen ausrüsten. Wollen wir schauen. Gibt es noch was? Hier hat sie mit ihrem Vater gesprochen. Ah, das ist ihr Vater. Bärmann, was soll das denn, Prim? Ich hasse dich, Papa. Okay. Bärmann ist ihr Papa. Ist er jetzt der König? Das hier ist nicht länger mein Zuhause. Ich komme niemals mehr zurück. Also, soweit ich weiß, Bärmann möchte sie jetzt wahrscheinlich gegen ihren Willen verheiraten. Okay. Aber ist sie jetzt die Prinzessin oder wird sie mit dem Prinz verheiratet? Im Königreich? Mal sehen. Ah, nicht. Thor, da bist du ja. Ich nehme an, du hast gesehen, in welchem Zustand die Stadtbewohner sind. Wie es scheint, entzieht die Hexe Elini den Menschen ihre Lebensenergie. Warum? Kann ich nicht sagen. Sobald von ihrer Lebensenergie nichts mehr übrig ist, strömen sie zu den Ruinen im Süden der Stadt. Okay, Gemeinschaftsarbeit. Erst die Hexe, dann der Tempel. Ich werde mir jetzt vor Ort ein genaueres Bild davon verschaffen. Du solltest dich so schnell wie möglich zu Gaias Nabel begeben. Aha, nein. Alter Mann, wir können dich doch nicht allein lassen bei dieser Geschichte.
Okay, das ist der König. Also sie ist nicht die Prinzessin, denn ihr Papa trägt ganz klar keine Krone, wie wir vorhin gesehen haben. Der König sieht ja majestätisch aus. Königin, auch ganz hübsch. König? Und mit dir reden. König Pandoras da. Es ist ein Albtraum. Die Menschen in meinem Land verhalten sich wie Zombies und das Imperium kann jeden Moment zuschlagen. Also sind sie noch im Krieg mit dem Imperium? Meine Späher berichten, dass der Trupp, den ich auf Bermans Rat hin gegen die Hexe ausgeschickt habe, komplett ausgelöscht wurde. Nein, Dulak! Was soll das heißen? Mein Vater ist dafür verantwortlich, dass Dulak den Befehl bekommen hat, das Schloss der Hexe anzugreifen? Das Ganze war doch nur ein feiger Plan, mich und Dulak voneinander fernzuhalten. Pass auf, was ihr sagt. Ich soll sie den Mund halten, wie ihr meint. Komm, gehen wir, Thor. Okay, Berman, der Vater von Prim, ist wohl der Berater des Königs und hat Dulak dann, aufgrund des Rates, wurde Dulak vom König dann zur Hexe geschickt, so rum. Gut, verstehe. Und sie ist jetzt auch noch sauer auf ihrem Papi, weil er Dulak, wohl ihren Schwarm, zur Hexe geschickt hat und er jetzt vielleicht tot ist. Du sagst, du bist aus deinem Dorf verbannt worden? Bedauerlicherweise hat dieses Königreich genug eigene Probleme, wie du siehst. Es wäre wohl das Beste, wenn du dieses Land schnellstmöglich verlässt. Vielleicht können wir helfen? Ja. Dieses Land war einst so friedlich, so ruhig. Warum musste das geschehen? Echt, das war friedlich und ruhig? Nichts mehr übrig jetzt davon. Hey, hast du Erlaubnis, hier zu sein? Die Republik Tasnica ist unser Verbündeter und ihre Einwohner unsere Freunde. Mhm. Pandora und Tasnica gegen das Imperium. Ja, haben wir gerade gehört. Und du auch? Okay, du sagst dasselbe wie der andere links oben. Ja, schauen wir uns nochmal kurz im Schloss um, bevor wir dann versuchen, ich würde doch mal hier mit Dulak ein bisschen helfen. Scheint ja in großer Gefahr zu sein. Und die Hexe hat auch was mit den Bewohnern zu tun, mit der Stille der Bewohner. Ich habe den König noch nie so aufgewühlt gesehen wie in den letzten Tagen. Passiert. Dies sind die Gemächer des Königs. Ah, hier. Bett und Buch und Uhr und Kaffee. Alles da, was man braucht, ihr König. Können wir hier durch? Wir ruhen die Schätze unseres Königreiches. Bis der Held aus der Legende erscheint, werde ich meinen Posten nicht verlassen und nun verschwindet. Der Held aus der Legende bekommt die Schätze? Ich meine, indem wir hier den Fluch brechen, können wir dann doch mal einen Schritt zum Helden machen. Ein kleiner Schritt zum großen Helden. Gut, schauen wir mal. Haben wir noch was verpasst hier? Die Tür haben wir noch nicht gesehen. Hinter der Tür, was ist denn da noch? Gemütlicher Raum. Schwert mit abgebrochener Spitze anscheinend. Mhm. Jo. Ich glaube, hier gibt es dann nicht mehr zu sehen. Schauen wir mal. Okay, da waren wir. Da waren wir auch. Ist er noch drin? Schauen wir mal. Ist Papi noch drin? Ah, da gibt es noch einen extra Ladevorgang. Da ist keiner mehr drin. War vorher Papi da dran? Denke ja. Gut. Gehen wir wieder nach oben. Und verlassen die Burg. Ich denke, wir haben jetzt alles durch hier, oder? Ja, da sind wir auch. Hier links gibt es vielleicht noch. Nee, da gibt es nichts. Mit euch haben wir gesprochen, mit dir haben wir gesprochen. Hä? Tür? Ernsthaft? Hier? Gott, das dachte ich, jetzt geht's hier nicht mehr weiter. Da geht's doch weiter. Okay. Ja. Gut, hier beenden wir mal die Folge. Und schauen, was bei der nächsten Folge auf uns wartet. Das war ja ein bisschen, war schon interessant. Wir haben so ein bisschen von der Story erfahren, die Burg ein bisschen erkundet. Und jetzt schauen wir mal, was es mit der Hexe auf sich hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao, schönen Tag noch.